Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot, natürlich. Ja, im letzten Part war ich noch ein bisschen auf den Inseln hier unterwegs. Unter anderem war ich im Norden von Island 5, bin durch den Wasserirrgarten gesurft und habe dann die verlorene Höhle betreten. Da habe ich mich anfangs ja ziemlich verlaufen, habe aber doch einige Items gefunden und dann sogar eine sehr reiche Lady, nämlich Lady Kea. Die hat da ein eigenes Ferienhaus und die war mir auch sehr dankbar, dass ich sie wieder zurückgebracht habe. Ja, und jedenfalls Island 1 bis 5 habe ich somit erstmal komplett erkundet. Für mich gibt es hier jetzt nicht mehr wirklich viel zu tun, deswegen habe ich es euch ja am letzten Part noch gesagt. Jetzt möchte ich wieder zurück nach Island 6. Weil da gibt es noch ein bisschen was für mich zu erkunden. Also, wohin soll es gehen? Island 6. In Ordnung, los, ich bin Tempo 6, na dann. Ganz genau. Island 6, Schicksalsinsel der alten Weisheit. Und wenn wir uns hier mal kurz eben die Karte angucken, dann war ich ja wie gesagt bisher nur im Ruinental beim Punktloch. Kann man sogar immer so eine Info aufrufen hier. Punktloch. Eine geheimnisvolle antike Ruine, die erst vor kurzem entdeckt wurde. Der Name stammt von den 6 Punkten auf der Türe. Ja, aber nördlich von hier befindet sich noch der grüne Pfad mit dem Musterbuschwald und Fernisland mit der Wandelhöhle. Da möchte ich noch hin. Und dann gibt es ja natürlich immer noch Island 7, wo ich bisher noch gar nicht gewesen bin, weil hier steht der Trainerturm und südlich befindet sich noch der Schluchteingang zur 7 Schatzschlucht. Die führt mich auf direktem Wege zu den Tanibu-Ruinen mit der Tanibu-Kammer. Aber erstmal, wie gesagt, erstmal will ich zu diesem Musterbuschwald. Da leben ja auch noch ein paar interessante Pokémon, hoffe ich mal. Also dann. Diesmal surfe ich, wie gesagt, nicht nach Süden, sondern nach Norden. Oh mein Gott, es hat mir schon ein Schwimmer entdeckt. Wie, du behauptest, du hättest genug vom Schwimmern wie mir? Ah, sei nicht so abweisend. Bin ich aber. Geht mir auf die Nerven. Eine Herausforderung von Schwimmer Samir. Oh, ein Garados. Jetzt habe ich aber Angst. Boah, Level 50, okay. Na, warte. Schlafpuder! Nein, geht daneben! Du Idiot! Windhose. Warum geht der Schlafpuder immer daneben, du Idiot, Digga? So. Kann man es rum sein? Schon viel besser. Na, welches Pokémon werde ich jetzt wohl nehmen? Ah, genau, mein Zapdos. Ganz einfach, weil Garados wegen seinem Wasserflugtypus eine vierfache Elektroschwäche, das ist ein Donnerblitzen, das ist sowas von down. Also, hier, friss. So richtig schön elektrisierend. Na, was habe ich gesagt? Das konnte es nicht überleben. Never ever. Oh nein! Oh doch. Und hey, warum gibst du mir so wenig Geld? Warum sind die alle so geizige? 400 Pokédollar ist ja lächerlich. So, hier. Aha, ein Haus. Wer ist das denn? Ich bin genau 1,69 groß. Ich weiß das so genau, weil mein Nachbar mich gemessen hat. Wow, schön für dich. Und nun, was hast du davon? Ein schönes Bild des Pokémon scheint sich gut zu fühlen. Ja, willst du wissen, wie groß ich bin? Ich bin 1,92. Also nicht in dem Spiel, aber in echt, meine ich natürlich. So, da liegt ein Item, das will ich haben. Lass mich raten, die will sicher kämpfen, diese Tussi. Kann sie knicken? So, Moment mal, wer wohnt eigentlich in diesem Haus? Hier ist ein Schild davor. Gesucht das ultimative Horn! Was? Was ist los? Skara, Skara, Skaraborn! Unter Kiefern hochwohl geboren! Fühle seinen royalen Zorn, Skara, Skara, Skaraborn! Okay. Die scheint dieses Pokémon sehr zu mögen. Es ist eine leere Tabelle, man kann dort irgendwelche Rekorde auflisten.
Ich glaube, ich weiß noch, was es hier zu tun gab. Wenn ich eben das Pokémon Scaraborn hier irgendwie wo fangen kann, das ist ja auch ein Johto-Pokémon, was aber ziemlich selten ist, wenn ich hier das, glaube ich, zeige, wird die Größe seines Horns irgendwie hier in diese Liste eingetragen. Ich weiß aber nicht, was ich dann von ihr bekomme. Keine Ahnung. Vielleicht müssten dann theoretisch doch in diesem Musterbuschwald leben. So, aber jetzt möchte ich erstmal dieses eine Item da haben. Ganz egal, was es ist, ich will es. Und es ist ein Elixier. Na, das ist nicht schlecht. Das kann man nämlich eh nirgendwo kaufen. Kann man nur finden. Und das ist, wie gesagt, taktisch praktisch. Grüner Pfad. Musterbuschwald voraus. Na dann. Musterbuschwald. Ja, hier gibt es einige Trainer, aber auch wilde Pokémon. Was kommt denn hier? Das soll jetzt wohl scherzen, oder? Ein Raupi? Haust du ab? Oh! Da haben wir mal was Neues. Ein Weberak! Ebenfalls ein Johto-Pokémon, das gleich mal schlafen geht. Was? Nein! Was? Das hat auch Insomnia? Das wusste ich ja gar nicht. Fail! Das kann passieren. Na dann, Sichlor. Giftstachel. Nein. Haha, konntest mich nicht vergiften. Trugschlag. In your face. Nochmal Giftstachel. Wieder nicht vergiftet. Pech gehabt. Okay, dann Hyperball. Komm zu mir. Yes! Weberak wurde gefangen! Nummer 167, Weberak. Fadenwurf, Größe 50 cm, Gewicht 8,5 Kilo. Es spinnt ein Netz aus feinem, aber reißfestem Faden. Dann wartet es auf Beute, die im Netz zappelt. Er sieht irgendwie aus wie eine Spinne, aber hat nur 6 Beine. Normalerweise haben Spinnen ja 8 Beine. Na gut, es ist ja auch ein Pokémon. Das muss nicht unbedingt genauso aussehen. Noch eins. Das ist ja noch schwächer als das vorherige. Hau ab! Ich möchte gerne ein Scaraborn haben. Hoffentlich gibt es überhaupt ein Feuerrot. Oh nein! Ja, ja, ja! Sieh nur die vielen Käfer-Pokémon! Ja, ich habe sie gesehen. Käfersammler Jorik. Das nenne ich mal einen außergewöhnlichen Namen. Jorik. Der hat einen Blutzug. Hoffentlich hat dein Blutzug keine Probleme mit dem Blutzucker. Stachelspore, fick dich ins Knie. Was du kannst, kann ich auch. Psystrahl. Der Psystrahl. Na warte. Donnerwelle. Na, wenn du mich paralysierst, paralysiere ich dich, du Asshole. So. Ne, paralysiert, kann ich angreifen. Ja, warum darf Blutzug nochmal angreifen? Unfair. So, jetzt aber. Bohrschnabel. Und tschüss, Mann. Und dann auch noch ein Omot. Na, die Weiterentwicklung. Leider sinkt er bei der Paralyse auch die Initiative ein wenig. Zack, aber das hat ihm nicht geholfen, diesem kleinen Trottel. Ich wurde besiegt, als ich noch feierte. Das kannst du laut sagen. So, kleines blödes Aas. Hyperheiler für mein armes Zapdos. Der geht immer gar nicht hier. Mein Name ist Zapdos Paralysin. Wie kannst du es wagen? Es ist ein legendäres Pokémon. Schäm dich! Warum gibt es hier denn nur Weberak? Das kann es doch jetzt nicht sein. Hier muss es unbedingt auch noch Scarabons geben. Ich habe aber, glaube ich, selber noch nie eins gesehen. Also kann ich leider im Pokédex gar nicht nachgucken. Das ist natürlich doof. Und einen Raupi habe ich schon längst gefangen. Das ist schon längst ein Smetbo.
ist eines! Yes! Ein wildes Skaraborn erscheint! Level 20 weiblich, schlaf ein! Nein, warum nicht? Furienschlag. Aber wenigstens habe ich endlich eins gesehen, jetzt will ich das unbedingt noch haben. Skaraborn ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Pokémon, wenn man das... Wenn man das trainiert, dann kann es später sehr stark werden. Das lernt auch einige ziemlich gute Attacken. Hat aber keine Weiterentwicklung, noch keine Vorstufe, aber das braucht es eigentlich auch gar nicht. So, Sichlor, du bist dran. Ja, und ist übrigens von einem außergewöhnlichen Dualtyp, nämlich Käferkampf. Ja, Käferkampf, das gibt es so, glaube ich, sonst gar nicht mehr, weiß ich gar nicht. Naja, Druckschlag. So. Wow, das ist sogar mehr als das über... Ach, egal, das muss so auch reichen. Hab doch sowieso einen Hyperball. Nein! Warum hat es sich befreit? Okay, du willst es ja nicht anders. Trugschlag! Voll in die Fresse! So, jetzt ist es natürlich aufgewacht. Eh klar. Silberblick. So, nochmal. Hyperball! Komm schon! Komm zu mir! Nein! Mann, das ist doch nur ein 20-lebeliges Skaraborn! Soll das jetzt ein Scherz sein? Sind die so schwer zu fangen, oder was? Kommst du hier? Hallo? Oh, habe ich irgendwas nicht verstanden? Gut, wenn du es unbedingt herausforderst, das kannst du gerne haben. Sichlergut, komm zurück! Mach es fertig, los, Bisablon! Nein, du sollst es nicht fertig machen, du sollst es nur einschläfern. Nochmal, Schlafpuder. Es geht schon wieder daneben. Hörst du auf? Du sollst treffen, dankeschön. So. Jetzt muss es aber drin bleiben. Ja, jetzt hat es nur noch ein einziges KP wegen dem Trugschlag und es schläft. Das heißt, noch eine bessere Chance, es jetzt zu fangen. Komm schon, bitte. Du bist doch kein legendäres Pokémon. Du musst da drin bleiben. Na also, geht doch. Toll, Skaraborn wurde gefangen. Endlich. Nummer 214, Skaraborn. Einzelhorn, Größe 1,50, Gewicht 54 Kilo. Es ist ruhig. Wird es aber beim Honignaschen gestört, verjagt es den Sternfried mit seinem Horn. Oh ja. Oh, endlich ein Skaraborn, aber leider nur Level 20. Da hätte ich mir ein stärkeres gewünscht, aber gut. Ich glaube, mehr gibt es hier eh nicht zu fangen. Also, Topschutz. So. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was dieses Muster hier genau bedeutet in diesem Musterbuschwald. Haha, voll verarscht. Nein! Fick dich! Ey, ich wollte an dir vorbeischleichen, du Bitch! Alter, ich sag noch voll verarscht, die dumme Kuh dreht sich um! Göre Yvette! Die fette Yvette! Was ist das denn für ein bescheuerter Name? Wie kann man Yvette heißen? Soll das jetzt ein Scherz sein? Aber warte, Jugong! Alter, voll gemein! Ich wollte an der vorbei! Hey, Baumwolster, kannst du das sonst hinschicken? Du reduzierst nicht meine Initiative! Hier frisst Eisstrahl! So, es hat eine vielfache Eisschwäche wegen Pflanzeflug, ne? Und tschüss! Das kommt davon! Ich wollte euch vorbeigehen und du hast dich dumm umgedreht! Noch ein Hopspross! Alter, ey. Ich hasse nichts mehr, wenn man denkt, ich kann da noch vorbeigehen an dem Monat, dass er mich sieht. Und dann zack, genau in dem Moment dreht er sich um. Das ist doch Absicht. Das ist echt Absicht. So, jetzt hat sie sogar die Weiterentwicklung. Ein Hubelupf. So, das kann aber auch nicht viel ausrichten. Wer ist noch so süß grinst. So, hat sie dann vielleicht noch die Weiterentwicklung von Hubelupf auch? Nee, hat sie nicht. Weil Hubelupf kann sich nämlich nochmal entwickeln. Egal. Eisstrahl. Richtig schön frostig. So, was hast du jetzt davon, du Birch? Selber schuld. Was drehst du dich auch um? Jetzt schuldest du mir Geld. Wenn du möchtest, kann ich dir beibringen, wie man richtig atmet. Nein, danke. Kein Bedarf. So, und jetzt lass mich in Ruhe.
Raumfahrt. Sei umweltbewusst. Das bin ich doch immer. So, Mann, hallo? So, jetzt geht's aber noch weiter nach Norden. Hier. Oder hier drüben? Ach, hier steht einfach nur eine junge Frau rum oder ein Mädchen oder so. Und hier oben, wo geht's hier noch längs? Fern Island. Ah ja. Ist hier drüben noch irgendwie was? Nee. Da ist noch ein Item. Ein AP Plus. Oh, das ist nicht schlecht. AP Plus erhöht wieder die Angriffspunkte einer Attacke, aber muss ich mir noch überlegen, für welches Pokémon bzw. für welche Attacke ich das überhaupt benutzen werde. Oder ob ich es dabei... Naja, dabei werde ich es natürlich noch bleiben lassen. Kann ich mir noch aufheben. Der Schutz wirkt nicht mehr. So, und hier haben wir jetzt... Die Wandelhöhle. Genau, die Wandelhöhle ist was ganz Besonderes, weil hier leben eigentlich, glaube ich, nur wilde Zubat. Oder vielleicht auch noch Golbat, aber sonst nicht wirklich was. So, passt auf. Ja, hier, ein Zubat. Totales 0815 Standard-Pokémon. Denn, damit in dieser Wandelhöhle überhaupt andere Pokémon außer diesen Zubat erscheinen, müsste ich im Besitz eines sogenannten E-Card Readers sein. Der ist allerdings fieserweise nie außerhalb von Japan erschienen oder zumindest noch in Amerika, weiß ich gar nicht, aber in Europa glaube ich nicht. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass das jemals so war. Da gibt es eben spezielle Pokémon E-Cards und wenn man die da eingelesen hat, dann wurde mit diesem Code, den da... das Spiel eben eingelesen hat, wurden neue Pokémon freigeschalten, die man in dieser Wandelhöhle fangen kann. Also hier drin gäbe es noch ganz andere Pokémon zu fangen, aber nur, wenn man so einen E-Card wieder hätte. Und das kann ich auch nicht mit dem Emulator irgendwie simulieren. Also von daher bringt es mir gar nichts, hier zu sein. Weil wie gesagt, seht mal. Na, wieder ein Zubat. Es sind hier sonst nur Zubat. Wenn man dieses bestimmte Feature nicht irgendwie freigeschalten hat oder so, dann... kann man hier leider nur Zubats fangen. Das ist ganz schön doof eigentlich. Somit hat diese Höhle für normale Spieler hier überhaupt keinen Sinn. Naja, dann war es das jetzt auch für Island 6. Dann fehlt wie gesagt nur noch mehr Island 7. Aber erstmal Pokémon Center aufsuchen. So, ich glaube fast, ich muss mir erstmal kurz meine Pokémon so angucken mit ihren Attacken. Weil ich glaube, mein Bisaflor wäre vielleicht am besten, wenn ich ihm das AP Plus gebe, weil es kann nur, naja gut, Gigasocke 6 Mal, dann könnte jetzt das noch öfters einsetzen, aber Erdbeben 10 Mal einsetzen, naja, ich weiß nicht so recht. Starmie hat schon mal eins bekommen für die Psychokinese. Zapdos. Okay. Machemal. Okay. Sefakas gerade Eisstrahl ist auch nur 10 Mal. Tuchstrahl kann es eh 40 Mal. 10 Mal Eisstrahl ist ein bisschen wenig, finde ich persönlich. Nee, dann mache ich das eher anders. Dann werde ich dieses AP Plus meinem Yugong geben. Und zwar für den Eisstrahl. Weil nur 10 Mal Eisstrahl einsetzen ist relativ wenig, finde ich. Also, Yugong für Eisstrahl. AP Plus wurde bei Yugong verwendet. AP von Eisstrahl wurden angehoben. So, hier haben wir noch einen super seltenen Top-Beleber, den man ja auch nirgendwo kaufen kann. Man kann ja nur normale Beleber kaufen. Aber Top-Beleber ist einfach besser. Und ich glaube, jetzt müsste es 12 Mal den Eisstrahl einsetzen können, statt nur 10 Mal, oder? Genau, 12 Mal. Ist doch wohl besser. Gut, Freunde, dann auf nach Island 7! Da war ich ja bisher noch gar nicht, also dann. Island 7, die Abenteuerinsel der Unendlichkeit. Schauen wir gleich mal in das Haus. Wer hier wohnt? Eine alte Frau. Ich stelle momentan nichts mehr dar, aber als ich jünger war,
Ich bin überall hingeflogen und habe jeden Trainer herausgefordert. Jetzt besteht meine einzige Lebensfreude darin, mich an die Vergangenheit zu erinnern und Kämpfe zu beobachten. Ja, und seht mal, fällt euch was in dem Haus auf? Ganz sicher, weil hier sind einige Kisten. Es weht ein neues Lüftchen, ja. Man sieht ja, dass hier eindeutig ein Raum dahinter liegt, aber auch dieses Haus hier kann man eigentlich erst richtig nutzen, wenn man auch wieder diesen komischen E-Card Reader im Besitz hat und so eine Karte eingelesen hat, weil wenn man da dann durchgeht, also wenn da die Kisten verschwunden sind, dann gibt es da hinten, glaube ich, auch wieder irgendwie so Pokémon zu fangen, irgendwas war da, aber kann ich leider auch nicht verwenden. Pech gehabt, was soll's. So, hier ist noch ein Supermarkt, ich weiß gar nicht, was bieten die hier an? Hyperbälle habe ich doch eh noch so viele. 58, ja, gib mir noch mal 2, obwohl ich habe eh so derbe viel Geld. Gib mir noch mal 10. So, dann habe ich wieder 70 Hyperbälle. Top-Genesung bräuchte ich auch noch mal. Boah, das ist aber sehr teuer. Gib mir noch mal 8 mal Top-Genesung. So, ein paar Hypertränke können auch nicht schaden. So, irgendwie so 8. So. Normale Beleber habe ich 5, da gibt mir nochmal 3. So, Hyperheiler habe ich 21, da gibt mir nochmal 9. So, Fluchtseile habe ich eh noch 4. Topschutz gibt mir nochmal 10 oder 12. 12, so. Das muss reichen. Jetzt habe ich zwar wieder nicht mehr 100.000 Pokédollar, aber was soll's. Diese Islande werden Savvy Island genannt, weil es 7 sind. Das glauben zumindest die jungen Leute. Die Wahrheit ist, dass die Islande so heißen, weil sie in 7 Tagen geschaffen wurden. Ah, das ist ja interessant. Die Natur dieser Insel blieb nahezu unangetastet, daher könnte das Wandern hier schwierig sein. Ja, also wie gesagt, südlich von hier befinden sich die Tanibu-Ruinen, wenn ich sie über die 7 Schatzschlucht erreiche, aber nördlich von hier steht ja noch ein ganz wichtiges Gebäude. Nämlich der Trainerturm. So, aber hier, die will, glaube ich, kämpfen, dann kann sie das gerne haben. Irgendwo auf dieser Insel schlafen besondere Pokémon. Ja, das stimmt. Die werde ich mir auch noch schnappen. Psycho Raoul. Ach so, das ist ein Typ. Sah aber aus wie ein Mädchen. Sehr richtig peinlich. So, du wirst mich nicht irgendwie verwirren. Schlaf, Bruder. Was du kannst, kann ich schon lange und viel besser. Der wollte garantiert wieder Kung-Fu dran machen, darauf wette ich. Oder vielleicht sogar Hypnose. Ich glaube, das kann es nämlich auch. Aber das kannst du knicken. Sondern los, Zapdos! Nein, es ist schon wieder aufgewacht. Was, Wunschtraum? Was willst du denn damit? Du willst dir was wünschen? Du würdest dir wohl wünschen, dass du nie gegen mich gekämpft hast, hä? Tja, zu spät. Dein Wunsch geht nicht mehr in Erfüllung! Und Zapdos erreicht Level 55. Auch sehr schön. Ui, jetzt sind wir auch noch ein Traumato. Na, warte. Wunschstrom von Nato erfüllt sich. Traumato hat alle KP. Ja, Wunschstrom würde KP eines Pokémon auffüllen. Wiegt immer erst eine Runde später. Egal. Donnerblitz. Ein Seeherr. Und was siehst du? Deine Niederlage, nehme ich mal an. So, Bohrschnabel. Ja, ein Seeherr trifft ja immer 2 Runden später. Das heißt, wenn ich Glück habe, mache ich noch ihr Hypno... also sein Hypnoblatt. Mann, das sieht für mich aus wie ein Mädchen hier. Boah, Level 50. Aber warte. Boah, Schnabel. Und Volltreffer. Tja, der Seher, der ist verpufft. Ich habe gewonnen. Und Sichler ist Level 50. Das ist schön. Was für ein Trainer. Ja, Icke hier, Icke hier. So. Aber, hallo, das sieht doch wohl aus wie ein Mädchen. Warum heißt denn der oder sie Raoul? Ich meine, das ist doch wohl ein Männername, ein Jungenname? Keine Ahnung. Egal. Das sieht aus wie ein Durchgang, ist aber keiner. Trainerturm voraus. So, will der auch kämpfen? Tatsächlich, ich spürte, dass du kommst. Ach so. Ach, das ist ein männlicher Psycho. Psychodario. Na eben, ein... Oh, ein Girafarik.
Das hatten wir auch noch nie gesehen, jedenfalls ein Yoto-Pokémon. Erdbeben, das ist vom Typ Psycho-Normal. Ganz schön gefinkelt, das ist so wie die Mühe gegen Geistattacken. Schnüffler. Vor allem der Name Girafarig, den müsst ihr mal rückwärts lesen, kommt auch Girafarig raus, ne? Das ist so ein Palindrom. Das sind eben Wörter, die sich von hinten nach vorne genau gleich lesen. Ziemlich raffiniert, ne? Gib auf! Was, ich? Nein, du! Ich sage dir voraus, dass du viele andere Leute triffst. Ich sehe, dass du durch eine merkwürdige Kraft mit ihm verbunden bist. Das kann gut sein. So, dann surfen wir mal zum Trainerturm. Der ist ja gleich hier vorne. So, hier. Auf dieser Insel. Eingang des Trainerturms. Fordere andere Trainer heraus. So. Ja, ich denke mal, diesen Trainerturm werde ich einmal für euch machen. Allerdings erst im nächsten Part. Hier kann man auch seine Pokémon heilen. So, das ist ja ein eigenes integriertes Pokémon-Center bei diesem Pokémon-Turm. Eine Sache möchte ich noch loswerden für die, die es eventuell nicht wissen, aber ich nehme mal an, die meisten sollten es trotzdem wissen, ich sage es aber trotzdem. Den Trainerturm sollte man nicht mit dem Duellturm aus früheren Editionen verwechseln. Im Duellturm hat man immer, da ist man immer in einen Raum geleitet worden, hat dann gegen einen Trainer gekämpft und ist dann nacheinander halt immer besser geworden, also hat mehr Trainer nacheinander herausgefordert. Ich glaube, es waren immer meistens 7 Stück, die man nacheinander besiegen musste, 7 Trainer am Stück. Und dann hat man halt gewonnen gehabt und hier ist es halt anders. Hier muss man die Treppen so hochlaufen, dann sind immer mehrere Trainer in so einem Raum und man muss irgendwie versuchen, an denen halt vorbeizukommen, indem man sie bekämpft und dann, je nachdem wie schnell man auf der Spitze des Trainertums war, desto besser. Ja? Also das sind hier ganz andere Regeln, hier steht es eh nochmal. Ja, hier, Zeittafel. Und man hat die Möglichkeit zwischen Einzel, Doppel, K.O. und gemischt. Ich weiß gar nicht, was ich machen werde. Ich werde wohl eher den normalen Einzelkampf wählen. Aber wie gesagt, so und hier... Ah ja, hier könnte ich sogar noch einkaufen. Aber jetzt habe ich vorhin eh schon was gekauft, also interessiert es mich eigentlich nicht. So, hast du mir noch irgendwas zu sagen? Ich möchte herausfinden, wie gut ich bin. Ich bin gespannt, welche Trainer auf mich warten. Das ist nervenaufreibend. Und hier drüben ist noch so ein Typ. Ja, boah, Kämpf macht mir nichts aus, aber diese Treppen, die sind härter als jeder Kampf. Ja. Fahrstuhl gibt's hier drüben, aber mit dem kommt man nur nach unten. Wenn man ganz oben war, kann man damit wieder runterfahren. Ja, gut, also, Freunde, ich würde mal sagen, im nächsten Part mache ich dann den Trainerturm für euch. Ich finde, das gehört auch dazu, zu diesem Let's Play. Also, wie gesagt, im nächsten Part dann der Trainerturm. Freut euch schon mal drauf. Macht's gut und wieder mal danke fürs Zusehen. Tschüss.